Ja, wie läuft es bei BC Lions U16 in dieser Saison? Bei der U16, also die Saison, also die Mannschaft allgemein ist ziemlich neu. Von der letzten Saison haben wir 5 Spieler, die noch geblieben sind. Und das heißt, wir haben gerade von 18 Leuten 5 Spieler geblieben. Das heißt, wir haben 13 neue Spieler. Aber es läuft eigentlich sehr gut. Wir haben fast alle Spiele gewonnen, außer ein. Haben wir wirklich sehr knapp verloren, weil ein sehr wichtiger Spieler war nicht da. Aber das ist keine Ausrede. Die Jungs waren einfach mental nicht bereit. Aber das kommt jetzt mit der Zeit und das war eigentlich sehr, sehr gut. Was sagt der Captain von U16? Ich mag das Team. Sehr gut, sehr körperlich da. Wir haben alle Spiele gewonnen. Wir hätten das Spiel, was wir verloren haben, hätten gewinnen sollen. Wir haben nicht so zu Ende gehastet wie immer. Und ja, die anderen Spiele waren sehr leicht. Über 100 gewonnen. Yes. Das einzige Spiel, was wir verloren haben, war das Spiel. Und wir haben das Spiel mit 3 Punkten verloren, wo wir eigentlich immer 7-6 Punkte ein bisschen vorne waren. Wie gesagt, das ist ein Spiel gewesen, was uns ein bisschen gut getan hat, weil es hat solche Spiele bringen halt Erfahrung. Und meine Spieler, die 16, die im zweiten Jahr sind, die brauchen diese Erfahrung. Manche von denen haben diese Erfahrung, wie er oder David, die andere Kapitän. Aber wie gesagt, das muss ich halt nach unten weiter verbreiten. Die anderen Jungs machen das auch. Aber ich habe doch sehr viele Spiele mit sehr großen Punkteanzahl gewonnen. Ja, sehr große Punkteanzahl. Warum? Weil wir spielen immer mit sehr intensiven, hohen Defense. Meine Jungs machen Presse fast das ganze Spiel. Und ja, wir haben mehrere Arten von Presse. Nicht nur Mann-Mann oder 2-1-2. Und manchmal mischen wir das. Und das ist halt sehr interessant, wie die anderen Mannschaften damit nicht zurechtkommen. Ja. Das hat sehr viel mit unserer Defense zu tun. Und im Angriff machen wir eigentlich auch nicht so wirklich viel Sorgen, weil manchmal der ist Kapitän und auch Point Guard und er kann das Spiel sehr gut lesen. Das heißt, wenn die anderen, wenn die gegnerische Mannschaft irgendwas anderes macht oder Taktik ändert, er erkennt das sofort und wir passen es einfach nur an. Was steht noch an? Also welche Ziele habt ihr für diese Saison? Unsere Ziele ist Meister zu werden, also erster Platz. Wir werden, denke ich, auch erster Platz. Ich denke, es gibt nicht so viele Mannschaften, die uns irgendwas antun könnten, so theoretisch. Und daher, ja, wir wollen erster werden. Wir wollen erster bleiben. Wir sind keine Erster. Wir wollen erster bleiben und dann nach dieser Saison aufsteigen auf die Landesliga. Und nach der zweiten Saison in der Landesliga wollen wir aufsteigen auf die Oberliga. Das ist unser Ziel. Einfach hochspielen. Was macht mir Ihre Mannschaft aus? Also, was sagen Sie als Kapitän? Also was sind die Stärken in der Mannschaft? Die Defense, körperlich, Chemie ist auch ein bisschen gut. Ja, jeder kann einzeln alleine spielen, 1 gegen 1. Und ja, jeder kann was anderes. Okay, ja. Dann wünsche ich noch viel Glück in der Saison, dass ihr euer Ziel erreicht. Danke.